Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Gears of War 1. Hey, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß immer noch nicht, wo wir lang müssen, glaube. Hin sieht ganz gut aus und in die Richtung rennen wir auch einfach mal in die Richtung. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück. Alter, die sind immer so langsam. Das Geräusch gefällt mir Hast gar nicht. Hast du gehört? Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Wind. Der Wind? Sicher, der Wind, klar. Das wann hat der Wind kind. Das letzte Mal Feinde zu dir gesagt? Jede Woche. Das sind keine Drohnen. Scheiße. Scheinen aufgerüstet zu haben. Das sind Theron-Wachen. Meinst du, die wissen, was wir vorhaben? Die sehen auch, dass wir keine Kekse verkaufen. Also sind sie misstrauisch. Wir müssen die Station säubern. Leck, leck, leck. Warum leckt das immer bei mir im Moment? So, wir haben ja genau, wir haben ja die letzte Folge den Boden gefunden. Das funktioniert? Finde ich auch. Bereit zum Schuss. Ja, der Bogen ist jetzt nicht so meine Waffe, meine Lieblingswaffe. Wachen sind stärker als Drohnen und schneller. Wirklich? War mir nicht aufgefallen. Scheiße. Ich habe gerade gar nicht, ich war gerade so konzentriert, ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, dass ich da übelst Damage bekommen habe. Schade. Ich habe jetzt übrigens mal geguckt, wie viel Spielzeit überhaupt. So viel ist es gar nicht mehr. So viel, also, und dann habe ich mal geguckt, so was so mit Gears 2 mich erwartet. Das soll wesentlich besser sein. Mehr Story, Handlung und auch das ganze Gameplay soll wesentlich besser sein. Auch größer. Also ich bin mal gespannt. Also ich denke mal nicht, dass wir noch so viele Folgen haben. Vor uns haben. Von Gears 1. Also wenn es 10 Folgen sind, ist es noch viel. Da ist es viel. Hast du gehört? Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Wind. Ja, ich hoffe. Sicher, klar. Wann hat der Wind das letzte Mal Feinde zu dir gesagt? Ja. Ich hoffe, wir kommen wirklich bis zu. Das sind keine Drohnen. Scheiße. Scheinen aufgerüstet zu haben. Das sind Theron-Wachen. Meinst du, die wissen, was wir vorhaben? Die sehen auch, dass wir keine Kekse verkaufen. Also sind sie misstrauisch. Ich hoffe, wir kommen wirklich von Gears 5 bis zu Gears 5 hin. Ich hab jetzt vergessen, wann das kommt. Her damit! Wir müssen mal ein bisschen wieder mit Deckung arbeiten. Alle tot. Ich frage mich aber, wofür meine Teammates eigentlich da sind. Bereit. Gefühlt machen die gar nichts. Ich
Nein, nein. Ich schon wieder. Nein. Oh. Ah, oh, scheiße. Ja, Mann. Ey, was machen eigentlich meine Teammates die ganze Zeit? War aber auch gerade doof, da ich versucht habe mit der Pistole ohne jegliches Aiming. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, meine Teammates sind auch nur einfach Statisten, dass ich alleine besser vorankomme. Ich meine, wenn wir weiter so machen, dann werden es mehr als 10 Folgen. Ich hatte das Gefühl, dass meine Teammates einfach nur Statisten sind in dieser Welt. Hast du gehört? Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Wind. Sicher, klar. Wann hat der Wind das letzte Mal Feinde zu dir gesagt? Eben erst. Bist du hässlich? Das sind keine Drohnen. Scheiße. Scheinen aufgerüstet zu haben. Das sind Theron-Wachen. Meinst du, die wissen, was wir vorhaben? Die sehen auch, dass wir keine Kekse verkaufen. Also sind sie misstrauisch. Wir müssen die Station säubern. Wir probieren es einfach nochmal. Wird schon klappen. Oder auch nicht. Ich bin ja so doof, in Deckung zu gehen. Deckungssystem ist echt grausam. Nächster. Ich glaube, deshalb kriege ich die ganze Zeit so schnell Schaden, weil die mit Granaten werfen oder schießen. Sind stärker als Drohnen und schneller! Wirklich? War mir nicht aufgefallen. Schön! Wir bleiben mal in Deckung, bitte. Mal hier hin. Job. Hab sie. Komm schon. Verstanden. Ah, nein. Oh, warte mal. Shotgun ist immer gut. Nachladen. Wo ist er denn? Direkt vor mir. Mein Gott, ich glaub's nicht. Wir haben's geschafft. Gute Arbeit. Okay, lasst uns gehen. Bert, du aktivierst den Resonator. Wir bringen den Aufzug in Gang. Wir haben's geschafft. Yay. Aufzugknopf. Da hinten oder was? Ja. Scheint so. Jetzt muss man nur aus dem Loch wieder rauskommen. Bert, auf geht's! Fehlt noch so ein Endgegner. Weiß gar nicht mehr, was das Teil macht. Vermisst das alles, oder?
Oh, wir sind schon raus. Cool. Was hat er denn da mitgenommen? Zentrale, hier Delta. Alles klar. Resonator wurde gesprengt. Gute Arbeit, Markus. Stand by. King Raven sind unterwegs. Kehren wir jetzt zur Basis zurück? Sieht so aus. Gut. Ja, bin nämlich fertig. Essen, Mann. Warmes Essen. Den ganzen Tag. Delta! Nicht gut. Hat nicht geklappt. Was meinen Sie damit? Bert, auf geht's! Natürlich hat es nicht geklappt. Es wird ja keinen zweiten, dritten, vierten und fünften Teil geben. Für diese Tunnel bräuchten wir hunderte von Resonatoren. Na und? Wir nehmen einfach das hier. Ich schlag dir damit die Zähne ein. Wie wäre das? Halt mal und siehst dir an. Sieh mal, Phoenix, das sind Locust-Tunnel. Du weißt, ich hab recht. Woher hast du das? Das kam, als ich mich reingehackt habe. Die Dateien waren da. Phoenix, berichten Sie! Anja... Siehst du das? Positiv. Private Baird hat recht. Der Geobot zeigt mehr Tunneldaten als der Resonator. Oh, was für eine Scheiße! Geben Sie mir die Koordinaten der Daten. Sir, nun, Sie sind von der East Barricade Academy. Genauer gesagt vom Haus seines Vaters. Wessen Vater? Sergeant Phoenix, Sir. Glauben Sie, Sie finden noch den Weg nach Hause, Phoenix? Ja, Sir. Leiten Sie die Hubschrauber um, Lieutenant. Sie bringen Delta zur IBA. Sofort! Der sieht böse aus. Das war der ganz am Anfang mit dem Messer, gell? Aber wenn wir erfolgreich gewesen wären, dann wird es ja kein, wie gesagt, kein Teil 2 bis 3, 4 und 5 geben. Hey, 6-4. Einsam. Bist du auf ein Date aus 2-5? Sorry, Liebling. Du bist nicht mein Typ. Radar, ich muss voraus. Ja, sobald wir das hier erledigt haben, sollen wir ein neues Ziel anfliegen. Verdammt! Scheiße! Remazist, festhalten! Kanone 1, abschießen! Sofort landen! Michael Bay-mäßig. Michael Bay-Action. Hier, Campus Quarter. Warte, LZ ist heiß, wiederhole, heiß. Ist aber gut, dass es immer die anderen trifft und nie uns. Wenn irgendwie Hubschrauber abstürzt oder so. Faszinierend. Oh, Sie kommen! Wir müssen den Hof sichern. Auf geht's! Stirb! Erdschleicher. Frank Wolf! Nicht mal das kriegen sie hin. Angriff! Angriff!
Ich bin gespannt, ob ich es dann hinkriege, auf der Xbox mit Controller zu spielen. Aber hier hat es irgendwie ganz falsch angeführt. Ach, spiele mein eigener. Ich bleib bei meiner Shotgun. Zurück in dein Loch! Was hast du gesagt? Konnte nicht zuhören. Sie kommen! Erdspeicher. Guter Schuss. Oh, Boba. Stirb, Mist. Und ein Sniper. Komm raus, komm raus. Ich mag keine Sniper. Lass dich nicht stören. Ich nehme mal doch mal das Ding mit. Kann man ja immer mal gebrauchen. Hat hier nicht irgendwo Munition von dem Tal für das Tal? Ich weiß es nicht so. Wo müssen wir denn hin? Sind in East Barricade. Wiederhole, East Barricade. Over. Verstanden, Delta. Es gibt Überlebende an der Absturzstelle von 2-5. Okay, wir gehen zunächst dorthin. Wie sieht's am Boden aus? Ihr habt zwei Möglichkeiten, Delta. Ihr nehmt die Straße oder zieht durch die Gebäude vor euch. Ich hab immer in letzter Zeit immer rechts. Wir machen beides, Zentrale. Bert, du kommst mit mir. Cole, Dom, ins Gebäude und Deckung geben. Feind in Sicht! Ich sehe zwei. Dom, nutz deine Position! Was ist er denn? Nein. Warum kann ich nicht? Positiv! Geht er mal Deckung. Muss man mal dran denken, dass das ein Deckungsshooter ist. Aktion. Danke für die Hilfe. Schaff ich nicht. Gott sei Dank, ich hab's doch geschafft.
Der tot? Ist er nicht. Zufälligerweise liegt er natürlich hier hinten auch genauso. Jetzt ist er tot. Zum Teil rum. Was zum Teufel war das? Nun sehr. Frisches Madenloch. Hab einen. Ach, das sind die oben, die meine Teammates hier da rumballern. Ich hab gewundert. Dom, die Tür zum CCC ist gesichert. Wir müssen sie oben von der Wache aus entriegeln. Roger, sind fast da. Hammer der Morgenröte funktioniert nicht. Danke für die Info. Komische Frau, die sehr schnell spricht. Dann geh doch mal aus dem Weg, du Idiot. Los. Hab sie. Mann. Hä? Wieso ist der down? Wieso ist der down? Der war da eben noch neben mir. Also, sehr seltsam. Sehr seltsam manchmal die KI. Geräusche jedes Mal. Die sind für mich. Runter da vorne. Dieses Gekreische, das ist immer so. Guter Schuss. Oh ja. Hier kommen wir nicht rüber. Stirb, Erdschleicher. Ich schaff das schon. Ich geh schon mal weiter. Zentrale, sind gut gemacht, Delta. Die Absturzstelle müsste vor euch sein. Roger. Dom, sieht aus, als müssten wir uns dort treffen. Verstanden. Wir gehen weiter. Lass dich nicht stören. Markus, sind unter schwerem Troika-Beschuss. Versuch zu flankieren. Halt durch, Dom. Wir kommen. Hey. Warte, setzen. Gegner? Ich bin noch ein bisschen irritiert. Weil ich da keinen roten Hitmarker auf dem bekommen habe. Du hast mich gerettet, wie immer. Was soll ich sagen? Alte Gewohnheit. Gehen wir zur Absturzstelle.
Sie werden etwas Zeit brauchen. Okay. Dom und ich machen den Weg frei. Ihr kommt nach, sobald es geht. Zum Konservatorium reisen. Delta 2 versorgt die Verletzten und markiert den Abholbereich. Ist das Konservatorium bereit? Soweit ich weiß, ja, Delta 1. Dann ist das unser Weg. Der lange Weg nach außen. Long way home. Ach, die sind so langsam, ey. Oh. Hier liegt schon wieder eine Hammer der Morgenröte rum. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Scheint es aber auch nicht weiterzugehen. Wo kommen wir von hier? Ey, ich habe ein Gedächtnis manchmal, das ist so bestialisch dumm. Wo ist denn der Hubschrauberabsturz? Hier weitergehen. Klettern ist ja nicht. Da komme ich nicht drüber, weil da diese komischen Stacheln sind. Da komme ich nicht drüber. Auch dumm. Diese paar Stacheln. Naja. Da ist nichts. Da komme ich auch nicht lang. Hier ist auch nix. Ist da ein Eingang? Die rechte Tür ist... Okay. Mist. Jack, mach die Tür auf. Nun, du weißt, was das heißt. Ja, ich weiß, was das heißt. In Deckung. Da ist die Morgenröte. Hab einen! Oh ja! Komm raus! Steck dein kleines Köpfchen raus! Jawohl! Braver! Puma! Jack, mach sofort die Tür auf! Zentrale, sind die Satelliten bereit? Jawohl. Also gut. Dom, lass den Hammer kreisen. Oh ja. Yeah. Brauch ich doch nicht. So easy. Ist doch prima. Easy. Was nun? Bert. Situation gerät außer Kontrolle. Überall Feinde. Wir hauen ab. Roger, okay. Seid vorsichtig. Wir treffen uns am Haus. Aber wir machen an der Stelle jetzt eine Feierabend. Wir machen an dieser Stelle Feierabend, weil halbe Stunde ist wieder um, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao.